Hier in irgendeiner Stadt, in irgendeinem Land, in irgendeine psychiatrische Klinik oder ein Rehabilitationszentrum, zu dem du Zugang hast. Wenn du die Rezeption erreichst, frage, ob du jemanden besuchen kannst, der sich der Halter des Nichts nennt. Sollte ein Ausdruck puren Ekels das Gesicht des Angestellten verzerren, wirst du daraufhin zu einem separaten Gebäude gebracht, das anscheinend ein altes, hölzernes Nebengebäude ist. Im Inneren wird sich ein scheinbar endloser Korridor befinden, der die Länge des Gebäudes bei weitem übersteigt. Der Gang wird komplett still sein. Der Versuch, zur falschen Zeit irgendein Geräusch zu verursachen, wäre ein schwerwiegender und bedauernswerter Fehler. Du wirst bemerken, dass die Lichter im Gang immer heller werden, je näher du dem Ende kommst. Bald wirst du von ihnen geblendet sein. Sollten die Lichter zu irgendeinem Zeitpunkt ausgehen, rufe schnell: "Nein, warte! Was du tust, ist falsch", während du einen Schritt nach hinten machst. Wenn die Beleuchtung nicht wieder angeht, flüchte durch die Tür, durch die du hereingekommen bist. Sie sollte noch immer geöffnet sein. Hoffentlich warst du nicht schon zu weit gegangen, sodass sie sich geschlossen hat. Sollte dies der Fall sein, wäre eine Ewigkeit in der Hölle wohl angenehmer als das, was dir hier widerfahren wird. Wenn die Lichter wieder angehen, geh weiter den Gang entlang. Am Ende wird sich eine einzelne Zelle befinden. Der Mitarbeiter wird die Tür für dich öffnen, während er dich angewidert anstarrt. In der Zelle wird sich ein Flickwerk von Farben befinden, die in einer Harlekin-ähnlichen Formation angeordnet sind. Du darfst dich davon nicht ablenken lassen. In der Mitte des Raumes steht eine nackte, junge Frau, bedeckt mit Blut und mit menschlichen Sehnen umwickelt. Solltest du auch nur für einen Moment deinen Blick von ihrem Gesicht abwenden, wird sie dich vollkommen vernichten. Sie wird nur auf eine Frage antworten: Was waren sie, als sie eins waren? Sie wird dir in die Augen blicken und die Frage in erstaunlichen Details beantworten. Es wird anders sein als alles, was du jemals gehört hast. Ihre bloßen Worte werden dich an den Rand von Ekstase und Leid bringen. Es ist nichts Ungewöhnliches für einen Suchenden, sich in der Euphorie zu verlieren. Das Schlimmste, was du tun kannst, ist jedoch, die Tätowierung auf ihrer Brust anzusehen. Dein Geist wird dich dazu verleiten wollen, aber du musst widerstehen. Solltest du das nicht tun, wirst du Opfer ihrer furchtbaren Mächte werden. Sie wird dir bei lebendigem Leibe die Haut abziehen und dein verstümmeltes Fleisch zu den anderen Sehnen an ihrem Körper hinzufügen. Du wirst mit ihr gefangen sein, bei vollem Bewusstsein, bis in alle Ewigkeit. Dieses Tattoo ist Objekt Nummer 4 von 538. Sie wollen wieder eins werden, aber sie dürfen nicht.